Hallo bei Bildner TV und einem ersten Video zu Darktable, der Open Source Konkurrenz zu Lightroom und Capture One. Open Source bedeutet, dass Darktable kostenfrei zu haben ist, aber reicht das, um den etablierten Bilddatenbanken und RAW-Entwicklern wie eben Lightroom oder Capture One die Butter vom Brot zu nehmen? Wenn man es recht bedenkt, ist die Frage allerdings falsch gestellt, denn die Hauptintention von Open Source ist ja gerade nicht, Geld zu verdienen. Also muss man Darktable wohl mit anderen Maßstäben messen. Und die heißen Funktionsumfang und Usability. Und da sieht's ziemlich gut aus. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Bevor wir hier mit Darktable loslegen, habe ich noch was in eigener Sache für euch. Wir hier bei Bildner TV möchten uns bei euch, unseren Abonnentinnen und Abonnenten, für eure Treue und euren Support für unseren Kanal bedanken. Deshalb verlosen wir jetzt jede Woche ein Buch aus dem Bildner Verlag. Um an unserer Verlosung teilzunehmen, müsst ihr nur zwei ganz einfache Dinge tun. Erstens, abonniert unseren Kanal und zweitens, schreibt uns zu einem unserer Videos einen Kommentar. Dann seid ihr ganz automatisch bei der wöchentlichen Verlosung dabei. Ich drücke euch die Daumen. Jetzt aber zu Darktable, der freien Software für alle, die ihre Bildbestände organisieren und vor allem ihre RAW-Bilder oder auch JPEGs entwickeln möchten. Um euch einen möglichst einfachen Einstieg in Darktable zu geben, zeigen wir euch in diesem Video vom Download über die Installation bis zur Arbeitsoberfläche alles, was ihr für den Anfang wissen solltet. Ganz nebenbei erfahrt ihr auch, ob Darktable für euch und eure persönliche Arbeit mit Fotos und RAW-Daten besser geeignet ist als eins der etablierten Programme der großen Hersteller. Also steigen wir mal ein und schauen wir uns an, wo man Darktable herbekommt. Okay, dann schauen wir doch mal ins Internet, wo wir uns Darktable runterladen können. Die Adresse lautet darktable.org und hier im Bereich Install findet ihr die verschiedenen Download-Optionen bzw. Installationsoptionen, je nachdem, welches Betriebssystem ihr verwendet. Hier ist das Windows-Betriebssystem. Ich klicke da mal hin und dann habe ich hier die Möglichkeit, die letzte Version, also die aktuellste Version von Darktable über einen Windows-Installer runterzuladen. Da klicke ich jetzt einfach mal hin und speichere mir diese .exe-Datei. Sobald sie runtergeladen ist, rufe ich mir diese Datei auf, mache einen Doppelklick drauf und die Installation startet dann auch sofort. Okay, ganz simpel. Hier ganz wichtig, also wir haben es ja hier mit einer Open Source Software zu tun, die hier unter die General Public License in der Version 3.0 fällt. Also man muss nichts bezahlen, man darf diese Version von Darktable verwenden, kostenfrei. Was man nicht darf, ist die Software zu verändern. Aber ich nehme an, das kommt in den allerseltensten Fällen für euch in Frage. Also ich werde jetzt einfach mal Darktable so installieren, wie mir das Programm das alles vorgibt. Also die Standardverzeichnisse verwenden. Die Installation selber dauert einen Augenblick. Also die Installation hat, ich habe das jetzt hier ein bisschen übersprungen für euch, die Installation hat ungefähr 30 Sekunden gedauert. Jetzt klicke ich hier auf Fertigstellen und habe dann Darktable auf meinem Rechner zur Verfügung. Die .exe-Datei wurde im Standardverzeichnis unter Programme Darktable Bin für Binaries und hier darktable.exe installiert. Ihr könnt euch jetzt natürlich eine Verknüpfung auf den Desktop legen, um Darktable dann immer gleich im Zugriff zu haben. Ich klicke jetzt hier einfach mal doppelt drauf und starte die .exe-Datei. Und Darktable taucht dann relativ schnell hier auf meinem Desktop auf. Was man als erstes sieht, ist die Leuchttischansicht. Hier oben auf der rechten Seite seht ihr die einzelnen Ansichten oder Arbeitsbereiche von Darktable. Der Leuchttisch ist da, die Dunkelkammer und hier gibt es noch andere, die Diashow, eine Kartenansicht und Tethering. Tethering bedeutet, man kann, wenn denn die Kamera, die eigene Kamera von Darktable erkannt und unterstützt wird, über den Computer mit
einer Kamera direkt ins Programm hinein fotografieren. Das ist eine recht professionelle Vorgehensweise, die ich zum Beispiel im Fotostudio immer verwende. Also meine Kamera hängt eigentlich immer am Notebook oder am Rechner, um dann direkt Bilder auf den Computerbildschirm zu überspielen und dort dann gleich die Bildkontrolle machen zu können. Also Tethering wird auch unterstützt. Allerdings müsst ihr euch da auf der Homepage darktable.org umsehen und rausfinden, ob eure Kamera denn gerade von Darktable unterstützt wird. Also als ich das erste Mal Darktable geöffnet habe, war ich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, weil die Arbeitsoberfläche eben nicht den Standards entspricht, die man so von Lightroom oder Capture One kennt. Zum Beispiel fehlt ja oben komplett die Menüleiste mit diesen ganzen Dateibefehlen. Also man muss sich schon ein bisschen mit dem Programm beschäftigen und darauf einlassen, dass man einen etwas anderen Ansatz hat als eben bei den etablierten Programmen. Damit ihr noch tiefer in die Materie einsteigen könnt, damit ihr einen noch einfacheren Einstieg hinbekommt, empfehle ich euch unser Buch zu Darktable, das bei uns hier im Bildner Verlag erschienen ist und das unser Fachmann, unser Fotograf, Buchautor und Softwareprofi Michael Gradias geschrieben hat. Das Buch findet ihr bei uns im Online-Shop. Der Link zum Online-Shop steht hier unterhalb des Videos. Und noch ein kleiner Hinweis. Ihr bekommt das Buch zu Darktable bei uns im Online-Shop natürlich in gedruckter Version, aber auch als E-Book sowie als E-Book und gedrucktes Buch als Bundle. So, kurz zum Leuchttisch. Ihr seht hier auf der linken Seite das Modul Importieren. Zum Thema Modul nur kurz vorab. Die Software Darktable ist aufgebaut in Modulen. Also ein modularer Aufbau bedeutet, einzelne Teile werden hier per kleinem oder großem Software-Modul in Darktable integriert. Das bedeutet für die Entwicklung von Darktable, dass jeder Entwickler, der was dazu beizutragen hat, zu diesem Programm, ein Modul programmieren kann und dann eben hier implementieren kann. Wie jetzt genau das funktioniert, wenn ihr Entwickler seid, erkundigt euch auf der Homepage darktable.org, falls ihr hier mitmachen wollt. Das ist ein offenes Projekt. Wer keine Ahnung vom Programmieren hat, so wie ich zum Beispiel, der nutzt einfach die Module, die hier mitgeliefert werden. Und muss sich halt dann wirklich einfach im Lauf der Zeit mit diesen verschiedenen Modulen auseinandersetzen, einfach feststellen, welche Module sind für meinen Workflow interessant. Das ist übrigens auch ein großer Vorteil von Darktable, den ich jetzt schon festgestellt habe in meiner kurzen Auseinandersetzung mit diesem Programm. Dieser modulare Aufbau, der erschlägt auf den ersten Blick. Man muss wirklich sagen, es sind dermaßen viele Werkzeuge hier in diesem Programm untergebracht, dass man sich fragt, oh, für wen sind denn die alle? Aber es ist Tatsache, wenn ich denn einen eigenen Workflow habe, den ich vielleicht von anderen Programmen her schon kenne, dann muss ich mich einfach einmal durch diese ganzen Module durchhangeln und mir dann zusammenstellen, was brauche ich nicht. Man kann einzelne Module ausblenden und einblenden und dann habe ich einen Workflow, der wirklich an mich persönlich angepasst ist. Wenn man sich diese Arbeit machen möchte, die nicht allzu lange dauert, dann hat man hier wirklich ein absolut individualisierbares Werkzeug an der Hand, um RAW-Dateien oder auch andere Bilddateien zu entwickeln, mit denen zu arbeiten. Also gehen wir mal den üblichen Workflow durch. Ich importiere mir jetzt hier Bilder bzw. gleich ganze Verzeichnisse. Ich verwende jetzt hier einfach mal ein Verzeichnis. Nehme mir hier ein Verzeichnis und klicke auf Öffnen. Dann liest Darktable diese Dateien, die sich in dem Verzeichnis befinden. Es sind jetzt hier übrigens alles RAW-Dateien. Relativ schnell ein, also ihr habt gesehen, es geht wirklich ziemlich schnell, dass die Vorschaudateien hier angezeigt werden. Und jetzt habe ich hier auf der linken Seite die Möglichkeit, sogenannte Filmrollen darzustellen. Also das hier ist jetzt praktisch das Verzeichnis, das ich importiert habe. Wenn ich jetzt weitere Verzeichnisse importieren würde, die würden hier auftauchen und ich kann hier von Verzeichnis zu Verzeichnis springen und ich kann diese Ansicht hier auch variieren. Zum Beispiel kann ich mir Dateinamen anzeigen lassen. Ich bleibe aber dann doch lieber bei dem, manchmal ist er ein bisschen buggy hier, also manche Operationen funktionieren hier nicht so hundertprozentig. Man muss ein bisschen ausprobieren. Man sieht dann schon, dass da kein großer Konzern dahinter steckt, weil solche Dinge wie hier, dass hier so ein Dropdown-Menü auf und zu klappt, das würde normalerweise bei einer kommerziellen Software nicht durchgehen. Hier drückt man ein Auge zu und sagt, okay, muss ich halt 2-3 Mal hinklicken und dann taucht hier mein Dropdown-Menü auf und das passt dann schon.
Okay. Also Bildersammlungen, kein Problem. Hier sind kürzlich benutzte Sammlungen und hier sind Bildinformationen, das sind die Metadaten. Das heißt, wenn ich hier ein Bild anklicke, tauchen hier die Metadaten, die zugehörigen auf, die ich hier an dieser Stelle nicht verändern kann. Ich kann sie aber hier auf der rechten Seite im Modul Metadaten Editor verändern. Also ich kann hier zum Beispiel den Titel eingeben, ich kann eine Beschreibung eingeben und so weiter. Gehen wir gleich hier auf die rechte Seite, eine Auswahl, hier steht das Modul Auswahl. Ich kann hier einzelne Bilder mit gedrückter Steuerungstaste, Umschalttaste, beziehungsweise über hier diese Sternmarkierung zum Beispiel, also ich kann Bilder mit Sternen markieren, beziehungsweise hier unten über dieses Markierungsfeld. Ich kann dann hier Bilder auswählen und mit denen dann irgendwas tun. Das ist üblich, das funktioniert in anderen Programmen genauso. Also ich wähle mir hier die besten Bilder aus und mit denen wird dann irgendwas angestellt. Ich kann hier die ausgewählten Bilder entfernen, in den Papierkorb schieben, verschieben, kopieren und so weiter. Diese ganzen Operatoren habe ich hier zur Verfügung. Ich kann Stile anwenden, das sind Entwicklungsstile, kennt man auch von anderen Programmen. Wie gesagt, die Metadaten kann ich editieren. Ich kann eine Verschlagwortung vornehmen, ganz wichtig, um Bilder eben mit Schlagwörtern zu versehen, um sie besser wiederzufinden. Ich kann Geotagging anwenden und verändern und dann eben hier zum Schluss die Bilder exportieren. Dieser Export, der ist jetzt hier etwas unglücklich platziert, finde ich, da der Leuchttisch am Anfang zumindest erstmal komplett unbearbeitete Bilder hat. Naja gut, lässt sich darüber streiten, ob Exportieren nicht hier oben ein eigener Arbeitsbereich sein sollte oder irgendwo am Ende nach der Dunkelkammer auftauchen sollte. Denn die Dunkelkammer ist der Bereich, in dem ich jetzt, wenn ich jetzt hier dieses Bild markiere und auf Dunkelkammer klicke, in dem ich eben dann Dateikorrekturen oder Bildkorrekturen vornehme. Hier ist der eigentliche RAW-Entwickler untergebracht. Hier auf der rechten Seite findet ihr die Module, die ich jetzt eben zur Verfügung habe. Das hier sieht jetzt auf den ersten Blick rudimentär aus. Klickt hier auf die anderen Buttons. Das sind praktisch Untergruppen mit Modulen, die hier gruppiert werden. Und wenn ich denn alle Module sehen will, schaue ich mir hier unten einfach auf weitere Module an, was denn alles in Darktable so vorhanden ist. Also es ist wirklich eine unglaublich lange Liste an Werkzeugen, die man wirklich mal durchgehen muss, um rauszufinden, was hier eigentlich so passiert, was man hier zur Verfügung hat. Also nur so viel vorab, diese Werkzeuge, die hier unten auftauchen, die sind teilweise so innovativ, dass sie dann auch wieder in den kommerziellen Programmen, allerdings mit ein bisschen Verspätung, auftauchen. Also muss man wirklich so sagen, was hier veröffentlicht wird an Werkzeugen, ist teilweise, naja gut, teilweise Standard, klar, um eben die Basiskorrekturen vornehmen zu können, die ich an so einer RAW-Datei vornehmen möchte. Aber was hier noch so drin ist, da sind einige Dinge, die ich wirklich faszinierend finde. Nur so ein kleiner Tipp von mir, was ich von Anfang an ganz toll fand. Hier dieses Zonensystem habe ich in der Form noch nie irgendwo gesehen. Wenn man aufs Zonensystem klickt, Ansel Adams, schaut mal im Internet nach dem Namen Ansel Adams, das Zonensystem, da geht es um die Helligkeitsverteilung von ganz schwarz bis ganz weiß in Schwarz-Weiß-Fotos. Wenn ich jetzt also hier dieses Zonensystem, dieses Modul Zonensystem habe, kann ich hier relativ einfach durch ein paar Mausklicks und ein paar Hin- und Herschiebereien Helligkeitskorrekturen vornehmen, die wirklich ganz, ganz fein gesteuert werden können. Und ich sehe hier die Helligkeitsverteilung auch visualisiert an diesem Graukeil. Das ist eine Sache, die ich wahnsinnig intuitiv finde. Also nur jetzt ein kleiner Tipp von mir, dieses Zonensystem-Werkzeug allein, das ist schon richtig cool zu gebrauchen. Wenn ihr eure Korrekturen hier vorgenommen habt, dann müsst ihr zurück zum Leuchttisch und könnt dann eben über das Modul hier Ausgewählte exportieren. Die Dateien, die ihr zuvor ausgewählt habt, beziehungsweise auch einzelne Dateien exportieren. Hier ist ein Dropdown-Menü über die verfügbaren Dateiformate. Das sind die Standardformate von JPEG bis zu HDR, also OpenEXR, Fließkomma. Das sind so spezielle Dateiformate für HDR-Formate in 32-Bit.
die üblichen Formate TIFF, PDF, gut, PDF ist jetzt nicht unbedingt üblich, aber auch das wäre möglich. Ich denke, im Normalfall verwendet man JPEG und TIFF-Dateien, um dann seine Bilder eben zum Beispiel in Photoshop hinterher noch weiter zu verarbeiten. So, das war's nun. Das war nun unser Einstieg in die Arbeit mit Darktable. Was meint es? Das Programm eine Alternative für euren eigenen Bilder-Workflow? Wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, ob es Darktable oder doch lieber eins der kommerziellen Programme sein soll, empfehle ich euch, unseren Kanal zu abonnieren, denn dann erfahrt ihr sofort, wenn unser zweites Video zu Darktable online ist, in dem wir euch dann zeigen, wie einfach und professionell man mit der Software umfangreiche Farbkorrekturen vornehmen kann. Auf jeden Fall freue ich mich, euch hier bei Bildner TV bald wieder zu begrüßen. Bis dahin, seid kreativ, habt Spaß mit eurer Kamera, mit der Bildbearbeitung und vor allem bleibt gesund. Ciao.